Es wird der Endspielgegner vom Hertha BSC Berlin gesucht. Borussia Dortmund oder der FSV Mainz 05. Die Mainzer habe ich jetzt in der K.O.-Historie dieses Turniers schon zweimal zum Außenseiter erklärt. Ich werde den Teufel tun, das wieder zu machen, denn sie haben mich jedes Mal eines Besseren belehrt. Ich denke, es wird ein Schlagabtausch, ohne eine Prognose wagen zu können, wer sich hier durchsetzt. Auch in der Gruppe gab es dieses Spiel schon mal in der Gruppenphase. Und auch das lässt keine Tendenz zu, denn da trennten sich Borussia Dortmund und Mainz 05 2:2. Das Ganze am Samstagnachmittag. Und jetzt die Dortmunder hier schon mit dem ersten Druck. Der Kopfball, erste Möglichkeit auch für Mainz, die sich richtig gesteigert haben im Laufe des Turniers. Es wäre für die Mainzer die erste Finalteilnahme überhaupt. Allerdings ist es auch erst die dritte Teilnahme. Der BVB ist jetzt zum 12. Mal dabei. Und da reichte einmal das Endspiel. Jetzt der versuchte Abschluss der Dortmunder. Treffen auch in diesem Spiel zwei ähnliche Spielphilosophien aufeinander. Beide Mannschaften oft in einem 2-2 aufgestellt. Beide sehr laufstark. Mit dem Unterschied, dass die Dortmunder ihre Stärke bei Toren überwiegend bei Standards herausziehen. Nach Ecken, nach Freistößen die Dortmunder fast alle Tore am heutigen Sonntag erzielt. Jetzt das Spiel mit der Bande. Oh. Gab es noch eine kleine Vorteilmöglichkeit. Trotzdem jetzt der Freistoß entschieden. Eugen Fritz pfeift diese Halbfinalpartie vom FC Preußen-Espelkamp. Auch er bisher heute ausnahmslos gute Leistung abgeliefert. Und wahrscheinlich auch ein Kandidat für das Endspiel am heutigen Tag. Jetzt der Freistoß für die Mainzer. Hart umkämpft der Ball da. Aber Dortmund bleibt im Ballbesitz und jetzt die Riesenchance für Philipp Wagner nach Vorlage von Dominik Wanner, dem U16-Nationalspieler. Und jetzt die Mainzer wieder Ballbesitz, der Versuch hier für den FSV. Jetzt Dortmund da wieder ganz stark nach vorne gedrängt. Da wird der Konter, aber der Ball gut abgefangen. Da ist Hüseyin Bulut. Was beide Mannschaften, das ist genauso wie Hertha BSC auszeichnet, sie haben zwei starke Blöcke. Bei den Bayern gibt es beispielsweise eine große Diskrepanz, meiner Meinung nach, zwischen dem ersten und dem zweiten Block. Hier ist das nicht so und hier führen die Mainzer. Rafael Asibe, Mensah.
wieder mit 1-0 in Führung gegangen. Nach 5 gespielten Minuten. Der BVB auch im Vorjahr im Halbfinale an Bayern München gescheitert. Dieses Jahr wäre es Stand jetzt das Spiel um Platz 3. Hätte auch was. Bayern gegen Dortmund. Egal auf welcher Ebene. Klingt das immer nach richtig Musik. Freistoß für die Mainzer nach Foul. An Veit Kaya. Das Stürmerfoul entschieden. Kann man so geben. Da ist Hüseyin Bulut am Ball. Zieht jetzt selber zum Tempo-Dribbling an. An der Bande, verfolgt von Jan Ostrowski. Und jetzt Freistoß für die Mainzer, weil sich Bulut an der Bande festgehalten hat. Auch das also korrekt entschieden. Jetzt aber der gute Gegenzug der Mainzer. Den kriegen sie kaum gestoppt im Laufe des Turniers hier. Der Mainzer Achter, jetzt aber der Gegenzug. Bulut. Bulut am Ball mit der Einzelleistung und er trifft. Wunderschönes Tor. Links. Oben. Versenkt. Zum 1:1. Klasse Tor. Offene Partie hier auf Augenhöhe. Wie gesagt, das Gruppenspiel auch 2:2 am gestrigen Samstag. Da das Foulspiel. Viel Arbeit auch hier für Eugen Fritz, aber macht das bisher sehr gut. Alle Entscheidungen vertretbar, beziehungsweise erklärbar. Wieder vorne. Viel Bewegung bei den Dortmundern. Da ist wieder Bulut. Hat sich jetzt richtig was vorgenommen. Legt den Ball wieder zurück. Und wieder die Aufstellung der Dortmunder. Klasse Ablage jetzt. Wunderschön ausgespielt. Und dann ist Lennart Grill da zur Stelle. Dafür jetzt im Gegenzug die Mainzer. Gute Laufbewegung. Jetzt der Stürmerfoul der Mainzer. Also immer mehr Fußball hier in der Partie. Wieder die Ablage, aber dann etwas zu kurz. Grill leitet sofort den Gegenangriff ein. Beide Mannschaften wollen jetzt auch Tore schießen. Beide greifen an. Offene Visiere jetzt. Und der nächste knappe Versuch von David Kopacz. Dafür jetzt der Meistertorschütze zum 1:0. Aber jetzt gestoppt von gleich drei Dortmundern. Die genau wissen, wie gefährlich Rafael Asibi Mensah am heutigen Sonntag ist. Knapp 7 Minuten vor Ende in diesem zweiten Halbfinale. Jetzt der Ballverlust. Der Dortmunder, der Gegenzug läuft. Klasse gespielt. Und da ist das 2:1 für die Mainzer. Christian Kinzombi. Ein Ballverlust vorne. Als Chiara Mateng den Ball verlor. Christian Kinzombi. Für den SV Mainz 1:2. Und jetzt die Mainzer Führung. Die erneute Mainzer Führung in diesem Spiel.
Oh, das war klasse antizipiert. Aber dann wieder Lennart Grill, der sich groß macht, der lange stehen bleibt. Und diese Chance für Eide. Das war einfach fantastisch gesehen. Vorher und die nächste gute Torhüterparade in dieser Partie. Da war David Kopacz eben hellwach. Hat genau diesen Pass erahnt. Aber mit Grill nicht umsonst im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Fünf Minuten noch zu gehen. Klasse Spiel, macht Spaß. Wieder viel Bewegung bei den Dortmundern, viele Kreuzbewegungen. Das ist richtig guter Hallenfußball, den wir sehen. Wieder die Gegenbewegung. Gutes Timing, aber wieder Grill aufgepasst. Der Nachschuss, der Kopfball an die Latte, gerettet. Klasse. Das war schon wunderschön rausgespielt, aber genauso schön gerettet. Also beide Mannschaften hier auf Top-Niveau. Hätten es beide verdient, ins Finale einzuziehen. Jetzt im Einzelschuss geblockt, es gibt Eckball. David Kopacz dazwischen. Die Mainzer wechseln. Kinzombi geht, dafür kommt Asibi Mensah, Torjäger für Torjäger. Asibi Mensah, auch der zweitbeste Torschütze der Mainzer in der Liga. 9 Treffer hat er gemacht in 13 Spielen in der Regionalliga, wo die Mainzer unangefochtener Tabellenführer sind. Jetzt Ballbesitz BVB, 4 Minuten vor Ende der Partie. Wieder schöne Kreuzbewegung. Die schaffen richtig gut Räume da vorne. Der Ball an die Bande etwas ungenau. Jetzt der Konter der Mainzer. Das könnte schon fast die Entscheidung sein. Jetzt ist das 3:1. Entscheidung vielleicht etwas früh. Aber ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Endspiel für Mainz 05. Jan Ostrowski war der Torschütze. Freistoß wieder für den BVB. Wieder Luca Kilian, der sich da reinhaut mit allem, was er hat. Schön gespielt. Das ist Bulut mit dem 2:3. Fantastische Koproduktion. Joel Yilmaz und Hüseyin Bulut. Richtig feiner Hallenfußball, dieser Bulut. 3 Minuten noch. Yilmaz wieder. Sechelmann. Auch Sechelmann übrigens U16-Nationalspieler. Der Ball bleibt im Spiel. Die Mainzer wechseln. 2 Minuten sind es noch. Das Spiel können auch gut und gerne noch 20 Minuten weiterlaufen. Toller Fußball. Da ist das Foul da von Luca Kilian. 1:39 noch auf der Uhr. Da ist wieder Kilian. Aber die Mainzer sind jetzt auch entschlossen, willensstark. Gewinnen die Zweikämpfe. Bulut gibt auch alles. Riesentempo jetzt hier auf dem Feld.
Gute Minute vor Ende. Und das war wahrscheinlich der entscheidende Fehler von Yilmaz. Treffer von Kenneth Hanner. 2:4. Zwei Tore in einer Minute ist nicht unmöglich, aber natürlich sehr, sehr schwer. Lass mal Kilian. Und es gibt Freistoß für die Dortmunder. Und da war der BVB natürlich richtig stark. So. Jetzt gibt es 2 Minuten für den Torwart Lennart Grill. Wegen Meckern hat sich ja tierisch aufgeregt über eine Entscheidung. Jetzt muss natürlich ein Spieler ins Tor. Jetzt aufgefüllt. Also. 51 Sekunden. Überzahl Dortmund, aber es sind 2 Tore bis zum Elfmeterschießen. Ball geblockt, es gibt Ecke, Zeit ist angehalten. 48 Sekunden auf der Uhr. Jetzt lief die Uhr gerade ein paar Mal weiter. Freistoß für Mainz. Das wird nicht mehr reichen. Da ist Füze Bulut. Sie geben alles. 9 Sekunden. 6 Sekunden. Der FSV Mainz 05 zieht zum ersten Mal in der Freeway Cup-Geschichte in ein Endspiel ein. Und wir haben gleichzeitig das Traumspiel um Platz 3. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Glückwunsch an Mainz. Wir melden uns gleich mit dem Spiel um Platz 3 wieder zurück.